Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Life in the Woods. So, wir ernten wieder unsere Beeren. Ja, nein, nicht essen, du sollst sie ernten. Ich glaube, der ist noch nicht zum Ernten gedacht, so ist es auch. Unsere Baumwollpflänzchen geben auch schon langsam Gas. Jo, der ist irgendwie langsamer als der. Interessant. Naja, der hat 71%, der ist auch bald fertig, das freut mich auch sehr. Bist du jetzt auch schon fertig? Komm, du schaffst das, fertig werden. Naja, da braucht noch ein bisschen. Auf jeden Fall werden wir dann wieder unser Dingens kochen probieren. Wo ich das Rezept schon wieder vergessen habe. Also mit diesen Beeren. Das war jetzt, glaube ich, das Fläschchen. Dann Zucker und die drei gelben Flutterblüten. Beeren. Nicht Blüten, Beeren. Das heißt, ich brauche Zucker. Das heißt, ich muss mal kurz runter hier. Und irgendwie probieren, vernünftig wenigstens oder halbwegs vernünftig Zucker anzubauen. So, das heißt Schaufel hier mal vielleicht. Vielleicht geht es ja hier schon. Ich habe keine Ahnung. Wenn man hier so, wenn ich das so machen würde. Da rennt jetzt klarerweise das Wasser weg. Ich habe keine Erde mit. Schlau, 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 schlau. So. Die Erde hätte ich auch noch gern. Danke. Dann die Erde vielleicht dann noch mit. Das sind noch zwei. Das wird hoffentlich schon passen. So. Naja. Mehr oder weniger. So. Also, wir brauchen die Erde. So, den Schlamm nehmen wir halt von mir aus mit. Dann wäre der Eimer gut gewesen. Aber hier machen wir einfach noch ein bisschen Erde hin. Was nehmen wir denn da weg? Da will ich nicht wegnehmen. Da wäre gut zum Raufhüpfen. Da vielleicht. So. Da haben wir zwei. So. Na, der war falsch gebaut. Alle beide falsch gebaut. Spitze. Ja. Und? Erde. Blub, blub. Zack. Ich brauche einen Eimer. Es schaut sehr danach aus, dass ich einen Eimer brauche. Noch zwei wären cool, ne? Noch zwei wären super. Haben wir was anderes mit? Na, weil ich alles umliegen habe lassen. Schlau, wie ich bin. Schlau, 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 schlau. Da, ja, jawohl. So, hüpf, 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 hüpf. So, zack und zack. Das muss jetzt reichen. Wo ist, das habe ich nicht mitgenommen, weil ich schlau bin. Wo war denn da noch gleich so ein Zuckerdings? Ach, was, ich gehe meine eigene holen. Aber da war irgendwo Zuckerdings, ich weiß. Für mich heißt das Zuckerdings. Zuckerdings, jawohl. So, mal schauen. Mit das Zuckerdings. Und hoffen, dass es da unten wächst. Beziehungsweise, zack, jawohl, der ist schon wieder da. Baumwolle ist immer noch nicht fertig. Der Lauch braucht auch noch ein bisschen. So, warte mal, warte, warte. Erde. Da haben wir noch Erde. Die nehme ich mal mit. So. Und tschüss. Ah, warte, da ist was fertig geworden, oder? Ach nö, das schaut nur so aus, Entschuldigung. Entschuldigung, das schaut nur so aus. Huch, ich will runter. Danke. So, Zuckerdingens. Komm her, du Zuckerdings. Ich hab... Au. Ja, Skelett. Skelett. Ja. Kack-Mist-Skelett. Ach Gottchen. Ich habe ja auch nur einen Pfeil, ne? Blödes Skelett, echt? Mistding. Ich hoffe, das wächst gut da unten. Das wäre mir eine Freude. Wir haben jetzt überhaupt keinen Zucker mehr, ne? Wir haben alles weg. Mhm. Gut, dann probieren wir was anderes. Und zwar bauen wir uns eine Bratpfanne. Wenn sowas, ich meine, geben tut es, das weiß ich. Brat.
Falsch geschrieben, Alter. Bratpfanne. So, hier. Wie baut man die? Zweimal Eisen und anstecken. Wir haben noch genau zwei Eisen. Wir haben noch genau zwei Eisen und einstecken. So, das heißt, wir müssen dann sowieso wieder in die Höhle. Ist ja gar keine Rede. Und unsere Pfanne. Damit können wir jetzt da hoffentlich Spiegeleier machen oder so. Ich habe keine Ahnung. Also Brateier. Spiegelei, Bratei, irgend sowas in der Art. So. So. Ja, Spiegelei. Voll cool, Spiegelei. Häppchen. Ah, das ist schön. Und die Pfanne, die backen wir natürlich wieder in unser Regal. So. Eigentlich hätte es unten hingehört. Dahin. Jo. So, da haben wir unsere geliebte Holzkohle. Da können wir noch ein paar Fackeln. Zahlt sich das aus? Wir haben ja so viel. Na, braucht man da mal nicht. Brauchen wir nicht. Das heißt, auch die Holzkohle, die schmeißen wir da oben rein. Jawohl, bei uns wird alles geschmissen. So, wird da oben reingeschmissen. Und gut ist mal fürs Erste. So, dann würde ich sagen, als Nachspeise, Hauptspeise, Nachspeise, Dingens. Ein Ding will ich freilassen, weil ich glaube... Ach, ich dachte, das ist schon fertig wieder. Das war falscher Alarm, Entschuldigung. Gut, dann würde ich sagen, wir sind etwas gestärkt. Ich würde sagen, wir hauen uns noch so ein Spiegelei runter. Und vielleicht sowas noch. Und vielleicht sowas noch. Ja, ja, passt. Jetzt sind wir einigermaßen gestärkt. So. Boah, ich hoffe echt, das schaut von außen nach was aus. Da schwitze ich ein bisschen. Da habe ich ein bisschen Sorge, dass das graustig ausschaut. Aber wie gesagt, hier brauche ich noch meinen Weg. Und dann wird es hoffentlich schon werden. Wobei, hier kann ich eigentlich schon zumachen. Hier könnte ich schon zumachen. Das schaut ein bisschen kloppig aus, oder? Da gehört fast noch eins hin, oder? Oh. Ah, das tut schon, oder? Das ist schon okay, so hoffe ich. Und hier natürlich. Wohl, das gehört vielleicht doch noch ein Stück weiter nach außen. Dann könnte man hier noch einen so herknallen. Und da einen herknallen. Und da einen herknallen. Und... Ich falsche Taste. Entschuldigung, Entschuldigung, falsche Taste. Mein Herz. Alter, ich dachte, ich falle es runter. So, ja. So, ja. So irgendwie halt. Jawohl. So irgendwie soll das was werden. So. Ich hoffe echt, das schaut nicht behindert aus. Bescheuert, bescheuert, würde ich jetzt irgendwie so sagen. Eine Kombination aus behindert und bescheuert. Das kann ich. So und so und so und so. Und da müssen wir auch noch ein Stückchen raus. So, komm da her. Ich würde sagen, passt das schon? Nein, noch ein Stück. So. Und jetzt da. So, zack. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir es. So und so. Und so und so. Und jetzt hier das Eck quasi. Mit so. Ich glaube, jetzt haben wir's. So, so und so und so und so. Ich glaube, so wird's was. Zumindest theoretisch. Pff. So. Alter, zu langsam kriege ich Finger weh. Da habe ich vergessen. Dab, dab, dab,
Tap, 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 boing. Schaut komisch aus, oder? Vielleicht schaut es aber auch gar nicht mehr so deppert aus. Ich lasse es mal so. Vielleicht, wenn man da wenn ich das so ein bisschen so macht, müsste ich nochmal um eins raus. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es dann im Endeffekt ausschaut. Wir können da eh noch bauen, dass wir schwarz werden, wie eine Schwarzeiche. So. So, da muss auch was weggekloppt werden. Da habe ich mich verbauen tut. Böse Zocki. So. Das reiße ich doch weg. Ja, ist besser so. Ist, glaube ich, echt besser so. So, so und so. Bin ich richtig? Habe ich die richtige Taste? Ich glaube, ich hoffe. Wir werden es sonst sehen, wenn ich in die Tiefe stürze. So, so, so und so. Und so. So, so, so und so. Und hier nochmal. So. So, so, so. So und so. Ich glaube, da kann ich noch eins rüberbauen. Ich glaube schon. Ich glaube, das kann ich schon machen. Soll ja auch ordentlich ausschauen. So und so. So und so und so und so. Und hier und so. Und da. Und so und da. Und da und hier. Und siehst du, da geht es ja richtig weit, ne? Da haben wir richtig weit raus. Gezogen das Ganze. Ah, das geht. Ja, ja. Selbstverständlich falle ich runter. Was sonst? Was sonst, bitte, meine Lieben? Was sonst? Ranken? Brauche ich noch welche? Ich lasse das mal. Ja, von unten schaut es komisch aus, derweil, weil ich hier noch ein bisschen anpassen muss. Ne? Auch hier unterhalb noch ein bisschen was dran bringen an Laub. Dann wirkt das etwas rundlicher, fülliger vielleicht. So. Aha, da ist wahrscheinlich schon was fertig. Wartet kurz. Jawohl. Zack, zack. Wie schaut es baumwolltechnisch aus? Noch nicht ganz. Die will gar nicht zurecht. Die da. Die bleibt bei ihren 14%. Die streikt wie ein Einser. Brokkoli ist auch bald fertig. Wie schaut es mit dem Salat aus? Ja, auch bald. Wie schaut es mit Hunger aus? Wir könnten mal was vertragen. Da essen wir gleich wieder unser Lieblings-Erdbeermarmeladelein. Erdbeermarmeladelein. Ja, auch schön. So, jetzt ist die Frage. Wow. Okay. Ich hab's überlebt. Oh, Wunder. So. Halt. So. Also, wie gesagt, hier soll es eigentlich soweit okay sein. Da habe ich halt hier nur meinen Zugang quasi. Dann müssen wir hier drinnen noch rausbauen. So. Und da unten drunten. Und hier ein bisschen. So. Und hier vielleicht noch einen dazu. Halt. So. Dass wir das Eck auch schön hinkriegen. So. Und dann hier halt noch. So. Und so. Ich hoffe, das schaut was gleich. So. Ich fürchte, ich werde dann nochmal eins raus müssen. Nur so ein bisschen antäuschen. Also antäuten. Antäuschen, genau. Ich täusche diese Ebene an. Jawohl. Ach ja. So, und auch hier nochmal.
So, weil dann kann ich hier nochmal, also hier überhaupt voll machen. Und hier unten dann noch so ein bisschen, ne, grün lassen, dann müsste schon mal schon passen. So, halt, das war verkehrt. Macht nichts. Na doch, nicht ganz verkehrt, nur halb verkehrt. So. Dann denke ich mal, dass das so vielleicht eventuell hübsch ausschaut. So. Langsam. So. Hier ums Eck. Boah. Da gehen wir halt wirklich da noch eins raus und dann müsste es aber gut sein. So. Dann kann man hier zumachen. Hoppala. Das war falsch. So. So. Dab. 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 So. Nicht runterfallen mit Möglichkeit, bitte. Das wäre sehr super. So. Dann müsste das eigentlich schon fast passen. Würde ich sagen. Dann haben wir unsere Ranken mit. Ja, die haben wir tatsächlich mit. Die würde ich aber wirklich liebend gerne. So vielleicht. Und so vielleicht. Und hier einmal. Und da so. Und dann möchte ich gern da vorbei. Wow. Dann vielleicht hier so eine Ranke und da so und hier so. Nanu? So. Und vielleicht da noch eine. Und hier so. Und da. Oder was ist hier oben? So. Vielleicht. Oh Gottchen. Uah. So. Vielleicht dann auch. Ja, hier so. Wenn sie macht. So. Dann vielleicht. Ui. Na. So, genau. Aha, dann sind wir schon fertig. Dann haben wir schon alle. Okay. So. Ups. So. Ups. Dann können wir hier schon mal diese Taschen da, also diesen Dings da weghauen. So. Sehr gut. Da kann auch hier die Ranke schon weiter wachsen. Sehr gut. So. Sehr fein. So. Dann hätten wir hier noch. So. Ein bisschen was zu verkleiden. So. Schaut vielleicht gar nicht so doof aus dann von außen. Werden wir dann auch, werden wir dann ja auch gleich sehen. Wenn wir mal so ein bisschen ein Stück nach unten gehen, wenn es ein bisschen heller ist vielleicht, dann schauen wir uns das hier mal an. Dann werden wir hier vielleicht unseren kleinen Balkon noch machen. Einfach, ja, würde sagen, vielleicht hier eine Tür. Es ist halt die Frage, ob ich hier eine Treppe machen möchte. Eigentlich ja, ne? Einfach so vielleicht. Hier dann schon Holz oder Laub belassen. Eine kleine Treppe, dann sind wir halt da oben. Ja, so. Ist so fast schöner, ne? So wäre es schöner. Dann muss ich hier das Laub nochmal wegschneiden. Weil das wäre dann zu viel. Machen wir es auf 4 nur. 3 hier und 1, 2. Ist das zu groß? Wenn der Balkon so groß ist wie das Fenster? Ist vielleicht okay. Soll jetzt nicht keine Terrasse oder so werden? Schwarze Holzbretter. Ich brauche zuerst dieses Holz. Thank you.
So. Eins, zwei. Dann eins nach oben. So. Vielleicht. Das heißt, das muss wieder weggehauen werden. Oder sind drei zu viel? Ich glaube nicht, oder? Schaut drei doof aus? Ich hoffe nicht. Und dann hier halt. Warte, machen wir so gleich. Nochmal. So, Vorsicht. Hier ein bisschen. So, vielleicht. Ach, das war zu viel. Nur ganz grob. Verkleiden, wollte ich sagen. Da wäre eine Spinne. Ich glaube, ich spinne. Das wäre jetzt echt super für uns, die zu fangen. So. Das war einmal zu viel, ne? Jetzt hätte ich noch, warten müssen. Warte kurz. Aber vielleicht... Oh, der ist ganz weg. Ja, ja, Spinnchen. Wo ist sie denn? Da ganz... Ah, eh unterhalb. Ja, das wäre gar nicht so doof, die zu holen. So. Was mache ich da? So wollte ich eigentlich machen. So, ein bisschen verstecken das Ganze. So. Und da außen halt auch noch ein bisschen verstecken. So. Muss nicht wild sein, aber einfach so. Genau. Und da die Seite ist eh schon richtig. So circa in etwa. Zack, habe ich mir das vorgestellt. So, lala. Dann noch die Bretterchen. So, und dann hier halt so ein Balkon. Wir könnten aber auch... Na, schon mit normalen, mit einem Zaun, glaube ich. Ein Zaun wird, glaube ich, da gut herpassen. So, dann machen wir noch so. Hier vielleicht auch noch. Hoppala. Da wollte ich ihn eigentlich haben. Ich glaube, das tut schon. Wir gehen jetzt noch schnell, da sich unten gerade eine Spinne anbietet. Gehen wir die gleich verhauen. Komm her, Spinnchen. Und bitte hab einen Faden. Oh, au. Au, au, au. Du Dreckskelett, du Drecks. Hat er etwa sogar einen verzauberten Dings da gehabt? Dieser kleine Bastard? Ach komm. Hüpf. Jawohl, jetzt geht er. So, was haben wir da? Fackel, genau richtig. Aber kein Faden, ne? Das habe ich jetzt schon richtig mitbekommen. Der hatte keinen Faden, diese Mistspinne. Ist ja wieder typisch. Wenn du einmal Fäden brauchst, hat sie keine. Naja, auf jeden Fall, wir sind hungrig. Ein Versuch war es wert. Und ich hätte gerne einen Zaun. So, wie ging der Zaun jetzt noch gleich? Ich kann mich nur noch erinnern, dass es mal so ging. Und das ist schon falsch. Ah, hat man das jetzt umgekehrt? Na, das war dann das Dürdel. Wartet mal. Wartet mal ganz kurz, bitte. Und zwar Zaun. Zaun. Bitte. Ach so, das jetzt nur mehr mit Stecken? Aha, okay. Nur noch mit Stecken. Okay, wie viel kriegen wir raus? Drei waren es, glaube ich, dann, ne? Drei, jawohl. Das ist zwei, ne? Zwei nur mehr, okay. Aber sehr kostengünstig. Boah, da schaue ich gleich so blöd. Das sind vier. Wie weit kommen wir mit vier? Ich glaube nicht ganz rundherum, ne? Eins, zwei, drei, vier. Aber ich glaube, das geht so, oder? Das schaut nicht so hässlich aus, glaube ich. So. Dann halt noch ein paar. So. Ist das genug? So, ne? Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei und zwei. Pff. So. Das müsste reichen. Wird ein Zaun übrig bleiben, aber macht ja nichts. Jo, ich glaube, das kann man so lassen.
Hier können wir dann vielleicht mal einen Blumentopf noch herstellen. Ich glaube, sowas sollte auch möglich sein. Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Was haben wir da? Wo ist meine Leiter? Die Leiter, halt. Die Leiter habe ich. Wo habe ich? Die habe ich verbraucht, ne? Dann stopfe ich die einfach mal momentan hier rein. Auch wenn es themenmäßig gerade nicht so passt. Wurscht. Machen wir einfach mal. So, wir ernten. Jam, jam. Und wie schaut es hier aus? Grummel. Lauch. Grummel. Und hier? Kann das sein, wenn wir in der Nähe sind, dass da gar nichts wächst? Das kommt mir nämlich schon leicht spanisch vor. Die trauen sich nicht zu wachsen, wenn wir da sind. Wahrscheinlich deshalb. Und wie schaut es unten mit dem Zuckerdingens aus? Sehen wir das jetzt noch von da? Da unten ist Zuckerdingens, ich bin nur doof. Gehen wir den Zuckerdingens noch schnell holen. Ich habe mein Zuckerdingens gefunden. So, mein geliebtes Schwättchen. Ein bisschen hält es noch. Der Zuckerdingens muss noch wachsen. Ich nehme dich mit, du Zuckerdingens. Weil da hinten ist mein Zuckerdingens. So, lauf, lauf, lauf. Also, ist nicht gut zu laufen, glaube ich. Da ist Zuckerdingens. Ich bin einfach nur doof. Wo ist denn das Hühnchen? Ich hoffe, das lebt noch hier. So. Zuckerdingens. Yay. Viel Zuckerdingens. Ja, machen wir mal so und daraus machen wir Zuckerdingens. So. Da haben wir eine schöne Zuckerpflanzenplantage. Ab mit P. Plantage. So, was ist ja das Wichtigste, was die brauchen? Also gut, das haben wir ihnen ermöglicht. Passt. Gut, was nun? Ich würde sagen, ich hau das nochmal weg. Auch wenn es jetzt glaubt, ich habe einen Dachschaden. Kein ganzer eigentlich, nur ein halber. Das liegt daran, dass ich hier gerne eine Treppe bauen möchte. So, das sollte passen. So. Also, Treppe kommt hier hin, Treppe kommt dahin. Immer so ein Zweierdingens. Könnte man machen, ne? Ich mache es aber trotzdem mal kurz so. Ja, ja, komm her. So. Ja, nur mal kurz so. Bis wir eben diese Treppen haben. Ruck. Ich habe Hunger. Ich merke schon wieder, ich gehe langsam. Ha, diesmal bin ich nicht verhungert. Edgy Badge. Diesmal nicht. Dieses Mal nicht, Schnucki. Runter mit den Eiern. Ich hoffe, unserem Federvieh geht's gut. Unserem armen Hühnchen. Ich hoffe, dem ist nichts passiert. So. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder rauf. So. So. Ist das jetzt gewachsen? Ich habe keine Ahnung. 43? Nicht wirklich, ne? 71? Na, da müssen wir wahrscheinlich länger wegbleiben. Anscheinend ist es wirklich so, wenn ich hier stehen bleibe, schön doof, dann passiert nichts. So, wie schaut es eigentlich aus mit Matsch? Habe ich das schon mal probiert? Schau mal, da geht echt was. Wird da jetzt echt ein Ziegel draus? Matschziegel. Tatsächlich. Kann man dann jetzt Blumentöpfe auch machen? Warte, ich probiere jetzt. Ich glaube, man brauchte 3 Ziegel für einen Blumentopf, ne? Zumindest ist das noch alte Schule. Ich warte mal ganz kurz. Das wäre nämlich echt cool, wenn man aus dem ganzen Matsch Ziegel machen könnte. Also, wenn man Ziegel machen könnte, kann man schon. Ich meine, Blumentöpfe und solche Sachen. So. Na, schade. Dann schauen wir doch mal nach, wofür ein Matschziegel denn zum Brauchen ist. So. Matschziegel. Da haben wir ihn schon. Ja, und wofür ist der zum Brauchen?
Einfach nur so zum Bauen, oder was? Einfach nur zum Bauen. Wie mir scheint. Lehmziegel. Okay. Und was macht man aus Lehmziegel? Ich probiere jetzt einfach mal rum. Wir haben eh so viele von dem Klumpert. Was ist dann Lehm? So. Lehmziegel. Das bist du, ne? Was kann man daraus machen? Lehmziegelstufen. Lehmtreppen. Ach so. Lehmige Wolle. Auch nicht schlecht. Ach so. Okay. Du, das ist jetzt aber auch gar nicht so doof, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, Matsch hammert in Hülle und Fülle. Eigentlich. Holz haben in Hülle und Fülle. Du, da kann man da echt was Gescheites draus machen, glaube ich. Das wird mir sogar gefallen. So, kann man da schon was ernten? No. Auf jeden Fall werden wir jetzt den Part beenden. Ich werde jetzt bis zur nächsten Aufnahmesession werde ich einfach mal ein bisschen fischen, vielleicht den einen oder anderen Baum noch entwurzeln. Ah, und damit wir hier vielleicht dann ausbauen können, also ich möchte gern darüber. Da werde ich nochmal einen Stamm dran bauen, damit es schöner ausschaut und hier rum vielleicht was weghauen. Auf jeden Fall möchte ich gern irgendwie darüber kommen. Und da drüben vielleicht einen Garten oder so bauen, also mit einer Hängebrücke rüber, das schaut sicher nicht so schlecht aus. Vielleicht gelingt uns das ja auch irgendwie. Also vielleicht von hier, von der Baumkrone darüber irgendwie. Oder hier einen Zubau machen, für ein Wohnzimmer oder auch einen Garten, wie ich schon mal angedroht habe. Und dann einfach mal da so rüber. Mal schauen. Da gibt es sicher genug Möglichkeiten. Und wir brauchen natürlich, oh, ich bin runter, das ist super. Und wir brauchen ja auch natürlich Eisen. Habe ich noch mit? Ja. Ich mache da einfach mal so. Zwei, einfach nur so. Und ja, wie gesagt. Blub. Ich freue mich schon wieder auf das nächste Aufnehmen. Ich finde es schon schade, dass ich wieder Schluss machen muss. Ganz ehrlich, es ist wirklich, es ist eine Freude, es ist ein Spaß. Und ich werde mir dann nochmal beim Angeln da hinten das Baumhaus mal ein bisschen genauer anglupschen, ob es überhaupt nach einem Baumhaus ausschaut. Ich hoffe schon. Ach ja, da gehört auch noch was gebaut. Und ja, wir werden hier eine schöne Aussicht haben. Und ich denke, wir werden ein Giga, Hyper, Mega Baumhaus haben und irgendwann werden wir in die weite Welt hinausziehen und uns vielleicht eine neue Bleibe suchen. Vielleicht finden wir auch ein NPC-Dorf an, das würde mich sehr freuen. Die baue ich am liebsten aus. So, jo. Das mal in die weite Ferne geschweift. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!